So, herzlich willkommen bei einem neuen Part von Champions of Regnum. Es wurde gerade geschrieben, ob ich aufnehme und ja, ein bisschen Re Rechtschreibfehler habe ich geschrieben. Also ich natürlich denke, wenn etwas los ist. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen, also es ist jetzt schon ein bisschen später geworden. Und ich brauche ja noch eine Aufnahme, deshalb mache ich das jetzt gerade mit einer kleineren Gruppe. Weil, wenn immer groß ist, wie jetzt momentan in Aggersburg, ja, die haben das eingenommen, kann ich eigentlich kaum Kills machen und müsste immer Hit and Run machen. Das ist natürlich schon, ja, das soll er mir schreiben, wenn es okay ist, aber ich kann ja nicht so viel handeln. Es wird wahrscheinlich schon langweilig sein. Aber ich habe jetzt eigentlich relativ gut geschaut, dass ich noch schneiden kann mit YouTube Studio. Und jo, ich werde mal sie als Freund, damit es auch angezeigt wird, wenn ich kann. Weil sonst, ja, reagiere ich wahrscheinlich nicht drauf. Also ich reagiere nicht auf alles. Kaladin Storm Blessed. So. Ich kenne sie noch nicht. Also, ist es überhaupt an sie? Tönt irgendwie sie. Sie. Nein, ist ein Herr, okay. Hat einfach rote Haare, lange. Okay, ist ein Herr. Sorry. Ich bin der Letzte. Mache ich immer gerne das. Ja, toll. Ich muss unbedingt den Geschwindigkeitszauber wieder reinbringen. Ich habe immer Angst, wenn ich als Letzter bin und die anderen nicht warten auf mich. Monitor. Ja. Ah, Screen, oder? Ah, mein Englisch. Ja, danke schön. Ja, eigentlich verloren. Three. I think. Werde ich mal planen. Immer schön bedanken. Ich finde es toll, dass ich schon recht gut angekommen bin. Einfach bei den Syrten natürlich nicht so gerne, aber die Syrten geben ja gerne an. Deshalb, ja, es war noch ein bisschen mehr los, aber ich habe die Sachen halt jetzt wieder gelöscht. Weil so angeben ist unter jeder Gürtellinie und das mache ich natürlich, um einfach sie auch zu schützen. Die Plager, die Plagegeister. Aber ja, mich als Noob abzustempeln ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin jetzt erst eingestiegen ins Spiel. Ist klar, dass ich schon noch ein Noob bin. Aber wieso denken Sie denn, ich wäre der beste Spieler und müsste angeben? Ich will gar nicht angeben. Für was muss man angeben? Ist man denn so tief gefallen, dass man in einem Spiel angeben muss? Oder wird das einem verlangt? Wieso verlangen Syrten, dass ich angeben muss, der Beste sein muss? Ich muss doch nicht der Beste sein. Mir ist doch egal, in welcher Gilde, also Clan ich bin. Für mich geht es nicht um die Stärke des Clans. Und deshalb wurde ja Schwanzvergleich gemacht.
ich habe es falsch geschrieben. Deshalb dachte ich. Ja, auf Twitch werde ich wahrscheinlich dann mit Livestream YouTube schon Probleme macht, leider. Auch das Video nicht ganz speichert. Und deshalb muss ich halt auf Twitch streamen. Oh, das ist schon ein bisschen, Moment, gerade ein bisschen abgelenkt hier. Ich kann ja kaum reden. Bei Eberl könnte man sterben. Ah, nicht immer einfrieren, bitte. Ich will aber auch ein bisschen vom Happen abbekommen, gell? Ja. Ich habe immer Angst bei größeren Gruppen, dass die Gegner zu schnell sterben. Oder wir zu schnell sterben. Bei kleinen Gruppen geht das eigentlich wunderbar. Also da habe ich noch richtig geschrieben. Bist vielleicht 100%. Ja, immer. Einmal kurz falsch geschrieben, ja. Geht noch. Aber man hat meistens einfach nicht den Überblick bei Regnum. Man muss immer alle Leute anschauen, kurz drüber fahren, damit man überhaupt sieht, ob es Gegner oder Mitspieler ist oder so. Ist echt doof gemacht. Also sie hätten das Spiel einfach ganz anders machen sollen. Hey, ich mache jetzt in jedem Kill mit. Das ist eine perfekte Gruppe. Also natürlich ist es unfair für die Gegner. Wahrscheinlich sind deshalb auch die Leute ein bisschen gekommen. Aber ich muss noch ein bisschen unfair sein. Darf ich nicht unfair sein, wenn wir einfach schlauer sind? Wir können ja die Gegner killen, die sind ja eigentlich im Krieg. Aber es ist toll, dass die Leute einfach denken, sie könnten geradeaus Richtung Ignis spazieren. Und dann kommen plötzlich die Häuser. Ja, ist halt so. Aber eben viele haben auch nicht den Mut, irgendwie Videos auf YouTube zu veröffentlichen. Weil sie wissen, ja, sie kommen dran. Ich habe den Mut. Ich kann ja auch drankommen. Mir macht es nicht aus, wenn ich geplagt werde. Ach man, ich habe wieder so schlechte Reichweite. Ah, so schlechte Reichweite, das geht nicht. Ich brauche unbedingt einen 30er Bogen, damit ich auch eine Chance habe. Dran zu kommen, aber ja, die können gut stunnen. Da kann ich auch dran kommen, aber ich muss einfach schauen, dass ich dran komme. Und vorher hatte ich einen Bug, dass ich gesilenced war. Und dann war der Silence schon lange weg, das sieht man da oben. Und ich konnte trotzdem keine Skills verwenden. Sicher 10 Minuten. Keine Skills verwenden. Ich musste also mich zurückziehen an den Bin. Ja, Aufnahme futsch. Gut. Ja. Wollte ich einfach nicht hochladen. Ich wollte nicht euch zeigen, wie ich den Bug nerve. Ich hatte keine Beeinschränkungen mehr. Und auch keinen Buff. Und es war auch keine Zone, wo Silence war. Ich habe alles probiert. Es war ein Bug. Und das könnte ich eigentlich jetzt reporten. Also einfach bei Suggestions schreiben. Oder so. Aber, also Bugs und so. Aber das wird nicht angenommen, eventuell sogar gelöscht. Also eventuell macht ihr am besten, wenn ihr auch im Discord-Channel von Regnum seid. Weil es, ja, mich wollen sie nicht. Ich bin ein freier Kritiker. Ich tue meine Kritik loslassen. Ich tue nicht die Sachen unter Verschluss halten. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich's. Ja, ich sterbe. Ah, doch. Wie viel Reichweite haben die? What the fuck? Ich als Noob bin natürlich immer das, dann der Tod. Ja, man ist halt einfach noch zu low-levelig. Ich würde gerne, ja, das ist einfach unglaublich, wie lange man bei Gegner braucht. Man braucht unfassbar viele Gegner, also NPCs, um überhaupt ein Level aufzusteigen. Es ist einfach
für mich halt nicht angenehm. Weil ich weiß, ich muss jetzt auch EXP Boost einsetzen. Und möchte es ja eigentlich nicht, weil ich eine Herausforderung will. Ich will nicht so schnell wie möglich auf Level 60 und dann keine Herausforderung mehr haben. Für mich ist ein Spiel nur dann interessant, wenn ich wirklich eine Herausforderung habe. Also, wieso tun mir Syrten befehlen, ich müsste so stark wie möglich sein sofort? Was hat denn das für einen Grund? Ich bin nicht so. Ich muss nicht angeben. Mein Leben ist schon leicht genug. Ich muss nicht noch angeben. Angeben macht Leben leichter, aber dafür auch nicht mehr schöner. Mit Angeberei wird euer Leben zerstört. Ihr habt wenig Freunde, habt Probleme mit den Psychen, also mit den Gedanken, alles Mögliche, habt Ängste eventuell dann und so weiter. Am besten ist es einfach, das Spiel so zu spielen, wie es gedacht ist, langsam, interessant, spannend und erst dann im High-End den Spaß wirklich rauslassen. Aber Angeber müssen wirklich nicht sein und das ist ein Regnum, eigentlich bei ziemlich vielen so. Also ich sehe immer wieder Leute, die extrem angeben müssen. Und damit komme ich klar, klar. Aber ja, sind einfach zu viele und ja, ich als YouTuber, als freier YouTuber, stecke da natürlich noch ein bisschen ein. Aber eben, das macht mir überhaupt nichts aus und deshalb, ja, tue ich da auch nicht viel. So, was wir jetzt machen, ist noch ein bisschen questen. Ich schaue mal gerade kurz auf die Uhr. 22:11 Uhr. Und 11 Minuten aufgenommen, ja. Läuft halt nicht so viel gerade momentan. Ist leider so, dass ich wirklich kaum zu Aufnahmen komme. Und wenn ich aufnehmen kann, ist meistens nicht viel los. Deshalb, mal kurz, ja. Deshalb ist jetzt einfach momentan ein bisschen weniger los in Regnum. Da macht er etwas im Gestein. Und, ja, versteht es, wenn ich nicht so viel aufnehme. Eher Livestreams dann mache. Und dann habt ihr auch wieder sehr viel, ja, zum Schauen. Aber vergesst nicht, eben auf Twitch. Ah, schon wieder 5 Magneten. Das ist einfach mein Glücksspot. Ich gehe nirgends mehr anders Magneten sammeln, nur noch hier. Ja, okay, dann machen es natürlich die anderen mehr nach und dann gibt es keine Magneten mehr. Aber ich bin irgendwie gerade immer wieder hier unterwegs und bekomme 5 Magneten. Gehen wir lieber noch kurz da drüben und machen noch ein bisschen. Ja, komm, machen wir Monsterknie hoch. Die Quests weiter. Ja, und deshalb ist einfach Regnum wahrscheinlich wegen den Zeiten und so halt nicht so mein Game. Würde ja gerne. Aber ja, da könnt ihr mir gerne helfen. Spendet 5 € und ich kann den XP Booster kaufen. Und werde ihn auch einsetzen, wenn ihr schreibt bei TypeStream. Ist in der Videobeschreibung. Einfach 5 € spenden und ihr seht dann, wie ich besser werde. Und dann kann ich natürlich auch mehr zeigen. Dann bin ich sozusagen halt auch immer ready für den Krieg und kann da machen. Aber wenn ich jetzt irgendwo ja, mit anderen mitgehe, dann sterbe ich halt immer öfters. Ja, wir sind halt eine kleine Gruppe jetzt auch gewesen. Aber wenn es ausgeglichen ist, dann bekomme ich eigentlich auch immer sehr viele Kills über. Also jetzt bin ich, glaube ich, zweimal gestorben oder dreimal. Und habe ungefähr 20 Gegner getötet. Also es ist ein sehr gutes Einkommen für mich. Weil viele sterben hier durch und haben dann ja viel mehr Tode als Kills und kommen so nicht weiter und verlassen Regnum wieder. Also ich würde wahrscheinlich nie Regnum verlassen, aber ich kann da einfach nicht aufnehmen, wenn ich immer nur Lootboxen öffne und Mobs kille, dann ist es euch wahrscheinlich zu langweilig. Schau ich mal, also das sollte doch nicht so schwer sein mit YouTube Studio. Es ist mega kompliziert, einfach mal kurz ein bisschen zu schneiden. Weil es fängt eigentlich immer von vorne an. Wenn ich jetzt schneide, so schneide ich das Ganze, was vor mir ist. Und ja, das ist natürlich nicht so gut. Ah, endlich mal Party. Ja, wollen wir wieder zurück.
wenn jetzt schon Party ist. Leider habe ich jetzt halt auch ein bisschen Zeit gestohlen mit dem, ja, ich wusste es ja nicht. Aber wir gehen jetzt wieder dorthin und dann kommt halt einfach jetzt im Video nicht so viel. Ihr müsst ja nicht alles schauen, ihr könnt ja gerne überspringen ein bisschen. Was euch Spaß macht, schaut ihr natürlich auch gerne, oder? Und wenn ihr eben auch ein bisschen supportet, könnt ihr natürlich länger schauen. Das hilft mir ja auch sehr. Mir hilft eigentlich alles. Sogar Dislikes hilft mir sehr. Weil ich habe ja sowieso eigentlich ziemlich gute Kollegen, die mir Likes schenken. Und deshalb ist es nicht so schlimm, wenn ein oder zwei disliked. Wenn er doch das nötig hat, jemanden zu bestrafen, nur weil ein Mann dann reich ist oder so. Das ist mir doch schnupp. Aber scheinbar sind es bei anderen YouTuber nicht so schnuppe und sie hören dann wieder auf, haben oder Probleme mit den Dislikes. Und deshalb machen sie es auch so gerne. Sie wollen ja das andere Reich schwächen, indem sie die Psyche zerstören. No problemo. No problemo. So. Sie sind alle aber noch ein bisschen AFK. Was machen die jetzt? Ist der Ding da? Er ist der Tür. Er ist jetzt schon wieder. Der Wurm. Der Wurm. Ich bin die ganze Zeit letztes Jahr dort gewesen. Jetzt weiß ich nicht mehr. Torkul. Torkul, gell? Ich hoffe. Ja, das ist aber wegen dem ADHS. Ich kann nicht immer so einen Namen gut merken und tu manchmal falsche Namen nennen oder so. Das ist einfach das Aufmerksamkeitsdefizit. Hypersensibilität. Ist echt schwer, das Leben, aber du wirst härter. Also die ADHS-Kranken sind in der Psyche absolut stumpf. Also man kann nichts mehr machen. Also einen anmachen. Also ich helfe dem nicht, ich habe keine Chance. Das ist sowieso ein Jäger. Ich habe immer so die Angst, ich müsste helfen und versaue es, weil ich noch nicht so stark bin. Aber die Ghosts nerven ein bisschen hier. Wieso sind hier die Wächter und Geister Ewigkeiten und so mega aggressiv? Und wieso rennt hier ein Ork, Troll weg? Ah, hier unten wahrscheinlich ein Syrtor, der angegriffen hat. Oh, hallo Geist! Legend. Schön schweben. Mann, die Syrten nervt doch nicht immer so blöde, hey. Das ist ja unglaublich, Syrten. Könnt ihr nichts anderes als andere Leute zu belästigen? Also am Abend ist echt schlimm manchmal. Ach komm, geh weg. Jetzt. Diese Debuff, also früher konnte man eigentlich relativ schnell nach dem Pferd wieder Skills einsetzen und heutzutage geht es 10 Sekunden oder so. Mann, das ist so ein Scheißding. Ja, was sollen wir am besten machen? Hier beim Shop kurz warten. Ne, das ist auch nicht ungeschützt. Ich bin eben halt auch ein bisschen taktisch und deshalb sterbe ich so wenig. Aber andere rennen halt immer in die Fallen. Ja, wenn alle würden Englisch können und ich sagen könnte, dass hier Syrten sind, dann würde er wahrscheinlich ein bisschen weniger hier getrollt. Also angegriffen. Ja, sicher. Hä? Mann, der Server leckt ja mega! So eine mega Reichweite, ey. Oh. Und sieht es als, ja, 5 Meter und dann ist plötzlich... Leute, bitte flieht doch nicht immer sofort. Dann habe ich auch eine Chance.
Unglaublich, die Eisen können einfach manchmal gar nichts. Da denkt man einfach manchmal, können wir ungefähr 1% von den Leuten etwas und die anderen nichts? Nee, es ist jetzt wirklich so. Also viele, ja, Spanier, Argentinier können eigentlich kaum etwas. Das sind meistens die Deutschen oder Englischen, die etwas können. Aber das sind alles Spanier hier scheinbar, fast alle, der nicht. Also der hat einfach den englischen Namen und der auch. Ja, Matador ist eher Spanisch, oder? Matadori. Katastrophe. Matador heißt, glaube ich, irgendwie so etwas wie erhöhter Mann, wichtiger Mann. Oder heldenhaft oder irgendwie so etwas. Oder was heißt das, Matador? Das kennt man so gut, aber weiß nicht, was es heißt. Lol, wie viele das noch sind. Heftig. Und eben, wenn ich halt ein bisschen sage über Balancing, dass man halt wenig Chancen hat und so, dann meine ich das natürlich nicht ernst zu euch. Wenn ihr gut spielt, dann seid ihr sowieso gut. Dann muss ich euch ja nicht kritisieren. Aber scheinbar hat es vor ungefähr 5, 6 Parts jemand gedisliked, weil ich gesagt habe, dass man halt nicht immer so sehr gut spielt. Und wenn er sich angesprochen fühlt, muss er dann disliken. Einfach bitte aufhören. Ich bin ein neutraler Mensch. Ich tue nicht andere niedermachen, wenn sie schlecht spielen. Also nicht so, aber man ist halt schon ein bisschen wütend, wenn man halt gerade nicht so eine Chance hat oder so. Aber ich meine das jetzt wirklich nicht ernst, wenn man, ja, man halt einfach sieht, ja, wir hätten besser spielen können. Soll ich sagen, ja, hey, das habt ihr gut gemacht, macht es das nächste Mal besser. So einer bin ich nicht. Ich tue Sachen nicht schönreden. Kann negative Sachen schönreden. Oder eher weniger. Also ich tue schon schöner reden manchmal. Aber ich bin ja nicht auf Aufruf und auf Coolness aus, sondern bin ein lockerer Mann und das verstehen wahrscheinlich viele nicht. Wieso kann man nur so locker sein? Wieso ist man kein Mensch, der mega greedy ist und immer nach Abonnenten und Likes sucht und so? Kann das sein, dass ich einfach bodenständig bin? Nein, ich bin halt einfach ADHS-krank und merke, man braucht keine Aufmerksamkeit. Man ist besser dran, wenn man das Leben so spielt, wie es einem vorgibt. Man ist ja relativ verwöhnt, weil man in der Schweiz oder in Deutschland oder sonst irgendwo wohnt. Stellt euch mal vor, ihr würdet irgendwo in den Slums wohnen von Mumbai oder Hongkong oder so und wärt bettelarm, könntet kein Handy leisten, nix. Also es ist, seid einfach nicht verwöhnt. Ignoriert dieses verwöhnte Getue und lebt euer Leben in Spaß und Harmonie. Weil, ja, sind zu viele Menschen böse geworden. Und merken es gar nicht, dass sie böse sind. Leider ist jetzt momentan nichts mehr los. Ich tue jetzt mal den Part ein bisschen weniger lange machen. Aber ich wünsche euch dann viel Spaß beim nächsten Part, wenn es wieder weitergeht. Mit ein bisschen mehr Action, denke ich. Morgen muss ich schauen, wann der Part kommt. Wahrscheinlich auch heute abends. Heute habe ich ja zwei Parts gemacht. Ja, Dankeschön und tschüss.